Die Highlights vom Spiel werden präsentiert von Medifit Dinklage. Gesundheit ist Balance. Unser Studio kombiniert Fitness und Gesundheit in Form von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Letzter Spieltag in der Regular Season für die Artland Dragons, die sich ja bereits den zweiten Tabellenplatz gesichert haben. Den Schwung der letzten Wochen mit in die Playoffs nehmen und vielleicht sogar noch auf den ersten Tabellenplatz hoffen, das ist heute das Motto. Beide Mannschaften anfangs mit Problemen beim Wurf. Gebhardt trifft hier den ersten Dreier des Spiels für die Bochumer. Die Dragons brauchten länger, um ins Spiel zu kommen. Marc Liernagel hier mit dem ersten Dreier seinerseits für die Hausherren. Doch dann lief es richtig gut bei den Dragons. Hier der schöne Pass von Liernagel und Barner schließt mit Foul ab. Die Bochumer ja ebenfalls schon in den Playoffs. Für sie ging es noch um eine Platzierung und Felix Engel mit dem schönen Floater. Im zweiten Viertel fängt die Dragons-Maschinerie dann an zu laufen. Big Man Lavrinovicius vom Perimeter. Die Gäste aus Bochum dagegen mit einer Schwächephase. Die Punkte hier von Howard sind dann doch eher eine Rarität. Es ist jetzt das Spiel des Leon Barner. Diese einfachen Punkte in der Zone sinnbildlich dafür, dass die Bochumer ihn nicht unter Kontrolle bekamen. Bis zur Halbzeit setzen sich die Dragons weiter ab. Mit einer 9-Punkte-Führung geht es in die Pause. Das dritte Viertel dann nicht mehr ganz so dominant aus Sicht der Dragons. McKinley hier schön in der Zone mit den Punkten. Doch die Dragons behielten die Oberhand. Barner auf Lavrinovicius und der stopft. Die Bochumer müssen natürlich jetzt aggressiver verteidigen und das führt teilweise zu noch einfacheren Punkten. Leon Barner. Doch nicht immer ist es so einfach in der Offensive. Meschner wird hier erst abgeräumt und dann mit etwas Glück und dem Foul. Die Dragons dann im letzten Abschnitt mit einer komfortablen Führung und das nagt an der Konzentration. Die Bochumer können teilweise offensiv machen, was sie wollen. Schönes Ballmovement und einfache Zähler. Und der Vorsprung schrumpft weiter. Howard erkennt die schwache Zuordnung in der Defense und versenkt den Dreier. Aber auch die Dragons haben jemanden, der das kann. Blend im 1 gegen 1 und auch erfolgreich von draußen. Den Schlusspunkt setzt dann nochmal Leon Barner, der hier von der schönen Übersicht Zaletskis profitiert. Unverhofft kommt oft Sieg und erster Tabellenplatz für die Artland Dragons. Unter diesen Vorzeichen gehen die Quakenbrücker nun in die Playoffs. Am 10. März geht es dann vor heimischem Publikum los. Erster Gegner sind die Bayer Giants aus Leverkusen.